Ich habe an Wissen erfasst, was du nicht erfasst hast. Hudhud war Späher für Suleiman a.s. Er sammelte Informationen, die für das Königreich von Bedeutung sein könnten. Und so kam er mit einer gewaltigen Nachricht. Und ich bringe dir aus Saba'a sichere Kunde. Gewiss, ich habe herausgefunden, dass eine Frau über sie herrscht, dass ihr von allem gegeben worden ist und dass sie einen gewaltigen Thron hat. Ich habe herausgefunden, dass sie und ihr Volk sich vor der Sonne niederwerfen, anstatt vor Allah. Und der Shaitan hat ihnen ihre Taten ausgeschmückt und sie dann vom Weg abgehalten, sodass sie nicht rechtgeleitet sind. Dies, damit sie sich nicht vor Allah niederwerfen. Der Name dieser Königin war Bilqis. Bilqis war eine intelligente Frau und hatte ein starkes Königreich. Es lastete schwer auf dem Propheten Allahs, dass während er die Menschen zu Allah ruft, in seiner Nachbarschaft Götzendienst begangen wird. So gab Suleiman a.s. den Befehl, geh mit diesem meinem Schreiben, überbringe es ihnen und kehre dich dann von ihnen ab. Dann schau, was sie erwidern. So brachte Hudhud das Schreiben zu Bilqis. Sie erkannte, dass Suleiman sie zum Islam einlud, doch sie übereilte sich mit ihrer Antwort nicht und holte die Meinung ihrer Berater ein. O ihr führende Schar, mir ist ein edles Schreiben zugeworfen worden. Gewiss, es ist von Suleiman und es lautet, seid mir gegenüber nicht überheblich und kommt als Allah Ergebene zu mir. Sodann sagte sie, O ihr führende Schar, gebt mir eure Meinung über meine Angelegenheit bekannt. Ich pflege ja keine Angelegenheit zu entscheiden, solange ihr nicht bei mir anwesend seid. Die Berater fühlten sich provoziert. Sie waren nicht gewillt, sich zu unterwerfen. Und so antworteten sie, wir besitzen eine Streitmacht und besitzen eine starke Gewalt, doch es steht dir zu befehlen. So sieh zu, was du befehlen willst. Mit anderen Worten, sie waren bereit, einen Krieg gegen Suleiman und seine Soldaten zu führen. Sie waren bereit, in die Schlacht zu ziehen gegen das mächtigste Königreich, welches diese Erde je gesehen hat. Suleiman a.s. befehligte Menschen, Tiere, Dschinn und den Wind. So erwiderte sie, gewiss, wenn Könige eine Stadt betreten, verderben sie sie und machen die Mächtigen ihrer Bewohner zu erniedrigen. Und so handeln sie. Gewiss, ich werde zu ihnen senden mit einem Geschenk und dann abwarten, was für eine Antwort die Gesandten zurückbringen. Genauso wie Suleiman a.s. Bilqis auf die Probe stellte, wollte nun Bilqis Suleiman a.s. auf die Probe stellen. Sie dachte sich, wenn Suleiman die Geschenke annimmt, ist er nichts weiter als ein gewöhnlicher König, der nur die Schätze dieser Welt im Sinn hat. Sollte er sie annehmen, ziehen wir in die Schlacht. Doch sollte er die Geschenke ablehnen, ist er ein Bote des Erhabenen, dem seine Botschaft wichtiger ist als die Güter dieser Welt. Sollte er also die Geschenke ablehnen, leisten wir Gehorsam. Als die Geschenke Suleiman a.s. erreichten, antwortete er den Boten, wollt ihr mich mit Besitz unterstützen? Aber das, was Allah mir gegeben hat, ist besser als das, was er euch gegeben hat. Nein, vielmehr seid ihr es, die ihr über euer Geschenk froh seid. Kehrt zu ihnen zurück. Wir werden ganz gewiss mit Heerscharen über sie kommen, denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Und wir werden sie ganz gewiss erniedrigt daraus vertreiben, als gering geachtete. Suleiman erfuhr davon, dass Bilqis sich auf den Weg zu ihm machte. Nun eröffnete sich für ihn a.s. die Möglichkeit, sie mit Beweisen zum Dien Allahs einzuladen. Er a.s. ließ den Thron der Königin zu sich bringen, noch bevor sie ihn erreichen sollte. Suleiman befahl den Thron ein wenig zu verändern, um die Königin zu prüfen, ob sie ihn wiedererkennen würde. Er fragte sie, als sie ankam, ist dies hier dein Thron? Doch sie antwortete weise. Sie sagte, es ist so, als ob er es sei. Suleiman a.s. präsentierte ihr ein Wunder Allahs. Doch der Königin ihren eigenen gewaltigen Thron mitten in Suleimans Palast zu zeigen, reichte nicht aus. Doch Suleimans Da'wa ging weiter und er hatte noch mehr vorbereitet. Er a.s. ließ einen Palast bauen mit einem Boden aus Glas, unter dem ein Fluss entlang lief. Die Königin von Saba trat hinein und als sie den Boden sah, entblößte sie ihre Unterschenkel, weil sie dachte, sie würde in den Fluss hineintreten.
Suleiman sagte ihr daraufhin, es ist ein mit Glas ausgelegter Prachtbau. Sie gehörte zu einem Volk, das die Sonne anbetete, weil sie oberflächlich waren. Sie beteten sie nur deshalb an, weil die Sonne mächtig erscheint. Doch ist sie nur ein Teil der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'alas. Sie erkannte in diesem Moment, dass sie einen Fehler begangen hatte. Und deshalb sagte sie, mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt. Aber ich ergebe mich, zusammen mit Suleiman, Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Die beste Da'wa ist die, die nicht nur aus Worten, sondern auch aus Taten besteht. Suleiman alayhi salam ließ sie ihren Fehler selbst erkennen und wählte dazu ein Mittel, welches sie das Problem des Volkes von Saba ideal nachempfinden ließ. Trotz des enormen Reichtums seines Königreichs sorgte er sich noch immer um die Völker um sich herum. Er hat weise gehandelt und praktische Versuche unternommen, die Königin immer wieder zum Islam einzuladen. Und das Volk von Saba wendete sich von der Anbetung der Sonne hin zur Anbetung Allahs, der über alles erhaben ist.